Hallo, liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal Die Welt klar sehen. Heute soll es mal um ein ganz interessantes Thema gehen, nämlich um die Frage, wie geht es eigentlich mit der Zukunft? Ne? Normalerweise ist ja so jedes Jahr im Januar, teilweise auch früher, werden ja Prognosen fürs Folgejahr gemacht. So, und 2022 ist für uns ja ein Jahr, wo wir sagen, ah, wie wird es nun mit der Pandemie werden? Und tatsächlich haben wir jemanden, der ja bekannt dafür ist, dass er sich mit der Zukunft ganz gut auskennt. Und zwar ist das Bill Gates, der schon am 7. Dezember, also direkt nach dem Nikolaustag, hat er sich Gedanken über das Jahr 2021 gemacht und wie er einschätzt, was mit der Welt 2022 werden wird. Und das wollen wir uns mal angucken. Ja, das werden wir gleich mal besprechen. Mal schauen. Klar sehen, clever denken, frei handeln. Ja, also er hat ja diesen Artikel geschrieben auf seinem eigenen Blog, Gates Notes. Da bin ich auch fleißiger Abonnent und lese alles, was dort so kommt. So, und ja, war ganz angetan von dem, was er eben im Dezember geschrieben hat. Nun ist dieser Blog auf Englisch und ich habe das mal für mich auf Deutsch übersetzt. Und ja, schauen wir einfach mal, was er denn eigentlich sagen will. Also wir werden das jetzt alles in Deutsch machen. So, also er schreibt im Grunde genommen, dass er ja, Gründe für den Optimismus sieht in seinem Jahresbrief. So, und welche Gründe das nun genau sein sollen, das werden wir dann mal schauen. So, also er sagt, dass also die Delta-Variante ja, und die Impfstoffaufnahme ist leider nicht so toll gelaufen, wie er geglaubt hat. So, weil ja keiner damit gerechnet hat, dass so eine hochübertragbare Variante, also er meint wohl Omikron, auftauchen würde. Und ich habe unterschätzt, wie schwierig es sein würde, die Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen und weiterhin Masken zu tragen. Ja, gut, warum er das jetzt überschätzt hat, das sagt er nicht. Aber er ist zumindest zuversichtlich, dass das Ende in Sicht ist. Jetzt sagt er, es mag töricht sein, eine Vorhersage zu treffen, aber ich denke, die akute Phase der Pandemie wird irgendwann im Jahr 2022 zu Ende gehen. Ja, das finde ich doch mal ganz interessant, dass also Bill Gates zwar sagt, na, man soll ja auch nicht töricht seine Prognosen treffen, aber seine Prognosen treffen ja immer zu. Ne, erinnern Sie sich mal daran, dass am Ostersonntag 2020 war Herr Bill Gates in den ARD-Tagesthemen oder Nachtjournal, ja, irgendwas um 22 Uhr herum, und hat damals kundgetan, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Ja, da gab es ja noch gar keinen Impfstoff. So, und mittlerweile sind wir fleißig dabei. Also irgendwo scheint er doch einen ganz guten Draht zur Zukunft zu haben. So, und wenn er jetzt sagt, dass er der Meinung ist, die akute Phase der Pandemie wird irgendwann im Jahr 2022 zu Ende gehen, ja, dann finde ich, das ist doch eine Prognose, mit der wir sicherlich auch gut leben können. Ja, wollen wir mal schauen. Er sagt ja, die mRNA-Impfstoffe waren letztlich der erfolgreichste Durchbruch der Pandemie. Ein gewaltiger Wendepunkt, nicht nur für diese Pandemie, sondern auch für die nächste. Hä? Wie bitte? Gerade hat er doch gesagt, die Pandemie geht zu Ende und jetzt kommt aber schon die nächste. Naja, vielleicht meint er ja, dass die Pandemie zwar jetzt zu Ende geht, aber Gott sei Dank haben wir ja für die nächsten Pandemien schon die mRNA-Impfstoffe. Jetzt, da die so gut etabliert sind, können wir in Zukunft sehr schnell und sichere und wirksame Impfstoffe entwickeln. Ja, wo er aber Probleme sieht, das ist ganz klar in dem Bereich der Bekämpfung von Desinformation. Also das ist natürlich wirklich inakzeptabel. So, und er dachte ja, dass eben die Nachfrage nach Impfstoffen in den Ländern größer sein würde, als sie tatsächlich ist. Und die Ursache dafür ist eben die Desinformation, nämlich Verschwörungstheorien, so, in die er leider auch verwickelt ist. Also manche Leute sind so verschworen, dass sie ihn irgendwie mitverantwortlich machen für die Pandemie, was natürlich sicherlich nicht der Fall ist.
So, und dass das eben die Menschen beeinträchtigt, sich impfen zu lassen. So, und das ist ein Teil eines größeren Trends zum Misstrauen gegenüber Institutionen. Ja, mein Gott, also Institutionen sollten wir vertrauen und nicht misstrauen. Und es ist eines der Themen, über die sich Bill Gates die meisten Sorgen macht, für die nähere Zukunft. So, und in 2022. Also Desinformation ein großes Thema. So, und wie möchte er das gelöst wissen? Er glaubt, dass die Regierungen dafür verantwortlich sind. Die müssen nämlich regeln, wofür soziale Medien genutzt werden können und wofür nicht. So, dann geht es natürlich um die Frage, ja, was ist mit der Redefreiheit? Ja, aber die Regierung hat ja bereits schon viele Normen rund um die Kommunikation. Also sprich, warum soll sie das nicht ebenfalls genauso regeln? Ja, aber um dieses Problem zu lösen, bedarf es eben mehr als nur der Innovation, nämlich elektronische Verwaltung, Bereitstellung von Daten für die Öffentlichkeit, sondern es gibt noch alle möglichen Sachen und Wege, wie man wissenschaftliche Ideen veröffentlichen und testen kann. Aber für politische Ideen, da ist das leider nicht ganz so klar. Ja, also denn da können also die Denker und die Akademiker zwar die Richtung weisen, aber letztendlich kommt es eben auf die Politiker an, ja, die eben, ja, man muss das mal lesen, man scheint es mir, dass man die richtigen Führungspersönlichkeiten auswählen und ihnen den Raum geben muss, um neue Ideen auszuprobieren. Ja. Wer wählt denn diese Politiker aus, damit sie den Raum bekommen, um neue Ideen auszuprobieren? Also das Volk wählt das jetzt die Politiker aus, um die neuen Ideen auszuwählen und ihnen Raum zu geben? Da habe ich so meine Zweifel dran. Ja, dann ist ein anderes Thema eben die Umwelt. Da gab es eben eine große Konferenz in Glasgow und da sah man also Führungskräfte aus aller Welt, darunter viele Regierungsvertreter und Vorstandsvorsitzende, die bereit waren, echte Verpflichtungen einzugehen. Also nicht nur reden, sondern auch wirklich was tun. Nur was sollen sie denn eigentlich tun? Naja, also es geht um konkrete Schritte, nämlich neue Verpflichtungen. Das heißt, die Führungskräfte, die Länder sollen sich verpflichten. Und zwar erstens in die Investition von sauberen Technologien. Dann sollen sie sich verpflichten zur Verringerung von Methanemissionen und zur Beendigung der Entwaldung bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis 2030. Und außerdem soll noch eine Koalition gegründet, die Landwirten bei der Anpassung helfen wird. Ja, das heißt also, nach Bill Gates Meinung wird also jetzt der Umwelttrend auf jeden Fall in 2022 stärker werden, aber letztendlich ist das ja ein Langfristprojekt bis 2030. Und die armen Bauern, ja, damit die da auch mitmachen, die kriegen dann Anpassungsprogramme. Stellt sich für mich die Frage, was ist denn eigentlich, wenn so ein Bauer das jetzt nicht machen möchte? Ja, wie sieht es denn dann eigentlich aus? Ja, wollen wir mal weiter gucken. Dann geht es darum Digitalisierung. Also Digitalisierung ist mit Sicherheit ein interessantes Thema, weil Bill Gates sagt, ja, das wird dauerhaft Bestand haben. Also die letzten 2 Jahre haben zu monumentalen Sprüngen in der Art und Weise geführt, wie wir Technologie nutzen. So, und da geht es um Veränderungen, die sonst ein Jahr oder ein Jahrzehnt oder länger gedauert haben. So, worum geht es? Online-Bereitstellung von Lebensmitteln, Durchführung von Besprechungen von Videochat. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisberges von dem, was in den nächsten Jahren noch kommen wird. Denn die Technologie wird sich fortsetzen und immer besser werden. Wir stehen überhaupt erst am Anfang. So, und es werden dann durch die Rückmeldung wird es noch weiter optimiert, aber das Ganze wird mindestens ein Jahrzehnt dauern. So, und Bill Gates ist also nicht nur so verwegen zu erklären, was in 2022 werden wird, sondern ich sage voraus, dass wir in 3 Bereichen große Veränderungen erleben werden. Gut, also der gute Herr Gates mit seiner Glaskugel. Was für 3 große Veränderungen sagt er uns für die nächsten mindestens 10 Jahre voraus? Also erstmal geht es um das Thema Büroarbeit und da meint er, nee, die meisten Unternehmen werden sich für den hybriden Ansatz entscheiden.
nämlich die Mischung zwischen Fernarbeit und Homeoffice. Also nur zu Hause arbeiten scheint wohl nicht zu funktionieren und nur im Büro, die Zeit ist eh vorbei. So, und dann ist eine ganz interessante Sache, die wir hier mal haben, nämlich, man kann ja, wenn man zu Hause sitzt, gar nicht so mit seinen Kollegen richtig sprechen. So, und es wäre aber doch sehr günstig, wenn man einen zweiten Bildschirm hätte in seinem Homeoffice. Und in diesem Büro, da sehen Sie jetzt alle anderen Kollegen aus Ihrer Abteilung. So, und Sie könnten also auf dem Bildschirm jetzt schauen, um zu sehen, was jeder tut. Und wenn jemand gerade Zeit zum Reden hat, kann man einfach auf das Video klicken, heranzoomen und anfangen zu chatten. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass wir jetzt den Big Brother im Homeoffice haben. Meine anderen Kollegen sehen jetzt, wie ich vor meinem PC sitze oder auch nicht. Ne? Gut, wenn ich jetzt meine Päuschen mache, dann schalte ich natürlich meine zweite Kamera aus. So, aber mein Chef sieht das dann ja auch, dass ich nicht am Arbeitsplatz bin. Also für mich hört sich das so ein bisschen an, als ob wir jetzt die Totalüberwachung im Homeoffice haben. Ja? So, und meine Kollegen, die müssten ja sonst, wenn sie mit mir was machen wollten, mal an mein Zimmer anklopfen im Büro. Nee, das tun die aber nicht. Andererseits muss man sagen, hier spiegelt sich vielleicht auch die amerikanische Mentalität, die ja ganz anders im Büro arbeiten ist als in Deutschland, nämlich, dass man ja in Großraumbüros arbeitet, wo dann bestenfalls so halbhohe Schallschutzwände, die dann auch noch durchsichtig sind, zum Beispiel, sind, so dass man sowieso sieht, was der Kollege macht. Das heißt, in Deutschland würde man so wahrscheinlich nicht denken. Ja, auf jeden Fall wird es da noch viele Collaboration Tools und ähnliche Sachen geben. Und er geht davon aus, und das ist vielleicht für uns auch ganz interessant, dass also diese 2D-Geschichten, also flache Bilder, dass das innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre sich anders entwickelt. Ja? Obwohl das für ihn mit den digitalen Avataren im dreidimensionalen Raum in seiner Altersklasse schon zu alt ist. Na, also ich bitte, da ist er natürlich ein bisschen sehr bescheiden, ne? Denn so alt ist er erstens nicht und zweitens will er ja die Welt retten und jetzt scheitert er an 3D-Avataren. Da glaube ich nicht, ne? Aber denn sowohl Facebook als auch Microsoft haben ihre Visionen dafür vorgestellt, was den meisten Menschen einen Eindruck davon vermittelte, wie dies aussehen wird. Wer das mal genauer wissen will, sollte sich mal die Darstellung insbesondere von Facebook, von Mark Zuckerberg angucken. Das ist nach meiner Meinung eher gruselig. Ja? Also ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, wenn wir alle nur noch in unserer Kemenate sitzen, ja, und nicht mehr in Urlaub fahren, weil wir eben an 6 Wänden unsere Urlaubsbilder haben und uns wie im Urlaub fühlen und dass wir unsere Freunde nicht mehr umarmen können, weil die ja als 3D-Projektionen direkt im Wohnzimmer stehen. Ne? Also das sind schon Szenarien, die ein bisschen sehr eigenartig sind, aber nun gut. Wollen wir mal weiterschauen. Also man trifft sich mit seinem Avatar in einem virtuellen Raum. Dazu braucht man zum Beispiel eine Brille und Handschuhe, um die Mimik, Körpersprache und Gestik genau zu erfassen. So, die meisten Menschen haben das noch nicht, aber das wird schon im nächsten Jahr dann eine Zwischenstation kommen, damit man die Webcam nutzen kann, um Avatar zu animieren und so weiter und so fort. Ne, also jetzt sitze ich dann demnächst noch mit so einer Webcam, mit so einer Videocam auf der Nase und Handschuhen. Ne? Also das finde ich ja unheimlich praktisch, sowas. Ne? Ja, das ist der erste Bereich der Digitalisierung. Der zweite ist die Bildung. Also er ist der Meinung, dass Bildung schon sein muss, aber dass eben Kinder der Unter- und Mittelstufen eben nicht für Fernschulunterricht geeignet sind, weil die eben den sozialen Austausch benötigen. So, und deswegen soll es also nach seiner Meinung wieder persönlichen Unterricht an den Schulen geben, außer aber für ältere Schüler der Oberstufe. Die können dann natürlich ja, Fernunterricht machen. So, und grundsätzlich gilt aber auch für die Lehrpläne, dass man auf digitale Hilfsmittel zurückgreift, sprich, dass es eine digitale Lehrpläne für Lehrer gibt.
Das finde ich irgendwie ganz toll, dass der Lehrer dort unterstützt wird. Andererseits stellt sich die Frage, wer entscheidet dann eigentlich, was so ein Schüler benötigt und was für einen Lernplan für ihn der richtige ist. Das heißt, praktisch wird also der Lehrer dann auswählen von den Optionen, die ihm die künstliche Intelligenz im Hintergrund sagen wird. Oder man könnte es auch im Negativszenario sagen, Lehrer brauchen wir bald gar nicht mehr, weil die eh nur das machen, was ihnen das Computerprogramm sagt. Ja. Das heißt, was wir hier haben, ist die digitale Erziehung und Programmierung, ja, der Schüler, die also Bill Gates hier vorschwebt. Ne. So natürlich, wenn das jetzt optimal ist, ja, für die Interessen der Schüler, wird das sicherlich eine tolle Sache werden. Was ist aber, wenn zum Beispiel die künstliche Intelligenz einen Fehler macht? Und was ist, wenn zum Beispiel Menschen die künstliche Intelligenz, ich sag mal, für ihre Interessen gebrauchen und dann etwas zum Interesse und notwendigen Kompetenzbereich des Schülers erklären, was es in Wirklichkeit aber gar nicht ist. Ne? Also da besteht ja durchaus ein gewisses Missbrauchspotenzial. Ja, und dann geht es im dritten Bereich der Digitalisierung um die Gesundheit, nämlich Telemedizin. Ne? Die gab es zwar schon vorher, aber jetzt machen immer mehr Menschen virtuelle Termine und das wird aber noch sich enorm verbessern, so jedenfalls laut Bill Gates. So, was führt er dort für Beispiele an, dass also der Arzt aus der Ferne den Blutdruck misst und dass er zum Beispiel die Daten, die ich auf meiner Smartwatch habe, ja, wo meine Gesundheitsdaten sind, dass er die dann einsieht, um beurteilen zu können, wie meine Schlafqualität ist und wie hoch meine aktive Herzfrequenz ist. Ja, das finde ich ja gut. Das heißt, wenn ich jetzt meine Smartwatch also auch vielleicht nachts anhabe, dann schaltet sich mein Arzt jetzt in meinen Gesundheitsschlaf ein oder wie läuft das dann? Ne? So, und was natürlich ganz praktisch ist, dass man anstatt jetzt zum Arzt zu gehen, um irgendwelche Bluttests zu machen, man direkt in der Nachbarschaft, an welcher Stelle auch immer das macht, zum Beispiel bei der Apotheke, ja, und dort wird dann direkt das digital an den Arzt gesendet. Ne? So, und man könnte seinen Hausarzt auch behalten, selbst wenn man in einen anderen Bereich, in ein anderes Bundesland oder andere Stadt zieht. Das heißt, was wir hier haben, ist also die Rundumversorgung des Patienten unter der Voraussetzung, dass er eben seine medizinischen Daten ja an ja öffnet für die beteiligten Parteien. Das heißt also zum Beispiel für den Apotheker, für seinen Hausarzt sowieso. So, und die Frage ist, ja, wie wird mit den Daten umgegangen und wie ist deren Sicherheitsstatus? So, schauen wir mal weiter. Ja. Also er ist jedenfalls grundsätzlich optimistisch, ne, weil er immer schon der Meinung war, die Welt kann besser werden. Ne? So, und natürlich war die Pandemie so ein gewisser Rückschlag, aber er ist immer noch optimistisch und glaubt eben, dass jeder eine gute Chance hat, ein produktives und gesundes Leben zu führen. Ja, und das besonders Gute dabei ist nämlich, dass er jetzt erkannt hat, dass die Welt gar nicht mehr davon überzeugt werden muss, dass man eine Pandemie stoppen muss. Hierbei darf man natürlich nicht vergessen, dass Bill Gates, ich glaube, seit 1998 ja, rumrennt und der Welt auf allen internationalen Gremien erzählt, es wird eine Pandemie kommen, es wird eine Pandemie kommen, es wird eine Pandemie kommen und da sterben 65 Millionen Menschen dran. Und darauf müssen wir uns so vorbereiten, wie wenn wir uns auf einen Krieg vorbereiten würden. Ja, also. Er ist jedenfalls zuversichtlich, dass wir eine breite Unterstützung für die Pandemievorsorge bekommen werden und dass er viel Zeit hat, sich dafür einzusetzen und dass die größte und wichtigste Aufgabe, an der er 2022 arbeiten wird. So, und dann schreibt er dann an ein Buch, das heißt, das wird auch im Jahr 2022 erscheinen, in dem er seinen Plan darlegt, wie er sicherstellen kann, dass Covid-19 die letzte Pandemie ist. Oh, Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser geht es ohne ihr, heißt es ja im Deutschen. Also er schreibt ein Buch, in dem er einen Plan hat, mit dem er sicherstellt,
nicht, wie die, dass er diesen Plan der Weltgemeinschaft zur Diskussion vorlegt und die möge dann in internationalen Beratungen alle Gesundheitsminister und die WHO zusammen mögen überlegen, wie man das am besten hinkriegt. Nein, er stellt das sicher. So, und was wäre denn jetzt, wenn zum Beispiel die WHO der Meinung ist, nee, vielen Dank, Herr Gates, für den Plan brauchen wir nicht, nehmen wir andere Ziele. Ne? Also das ist schon sehr bescheiden. Ne? Gut, schauen wir mal weiter. Ja, dann hat er natürlich Vorstellungen, was die medizinische Weiterentwicklung in 2022 betrifft. Innovation, und zwar ein neues Vorsorgemittel gegen HIV, nämlich Islatravir. So, und das hält er also für ja, eine wichtige Angelegenheit. Und dann glaubt er, dass die Alzheimer-Diagnostik einen großen Fortschritt in 2022 erlangen wird. So, und was er noch hat, ist, dass er wohl eine ja, Breakthrough Energy Ventures Catalyst und den Fellows. Ja, so das ist, sind wohl irgendwelche Projekte, an denen er arbeitet. Und zwar worum? Jetzt wechseln wir das Thema. Nämlich im Bereich der sauberen Energien. So, worum geht es hier, diese zugänglicher und erschwinglicher zu machen? Ja, so, damit man endlich mal ein breites Spektrum erreichen kann, von denen viele noch Jahre entfernt sind. So, das heißt, ein Bereich, wo wir bald echte Fortschritte sehen können. So, es geht konkret um den grünen Wasserstoff als Kraftstoff. Denn würde das jetzt massentauglich werden, dann hätte man die Möglichkeit nach seiner Ansicht einer langfristigen Energiespeicherung. Und könnte zum Beispiel den Betrieb großer Flugzeuge und industrieller Prozesse verwendet werden. Bedeutet also, dass wir auf die fossilen Brennstoffe dann verzichten könnten. Also weg mit Benzin, weg mit Gas, ja, weg mit Diesel. Ja, das alles brauchen wir dann nicht mehr. Das heißt, wir dürfen uns also darauf einstellen, nach Bill Gates, dass wir zukünftig eben mit grünem Wasserstoff fahren. Ob das nun eine tragfähige Variante ist oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Da habe ich mich nicht näher mit beschäftigt. Ja, der Mensch ist von Natur aus resistent gegen Veränderung. Logisch. Also jetzt soll da so viel auf uns einprasseln, laut dem, was unser Wahrsager Herr Gates verkündet. So, und wenn man sich also vorstellt, dass der Mensch ja schon immer sich gegen Veränderung wehrt, egal ob das die letzten Veränderungen aus den 2 Jahren der Pandemie sind oder um Veränderungen in der näheren Umgebung, es ist nie leicht, sich an neue Lebensweisen anzupassen. So, aber er ist da eben zuversichtlich, denn das Jahr 2022 wird das Jahr sein, in dem sich viele von uns endlich an die neue Normalität nach der Pandemie gewöhnen werden. Das heißt also, das finde ich auch mutig, dass er psychologisch so gut drauf ist, dass er beurteilen kann, dass sich eben viele Menschen von den 7 Milliarden ja, an diese neue Normalität gewöhnen werden, wobei ja noch nicht so genau klargestellt ist, was denn nun eigentlich die normale neue Normalität ist. Ja. Aber er ist da ganz entspannt, denn die Welt hat sich schon früher an große Umwälzungen angepasst und wir werden es wieder tun. Ja, das heißt, er sagt doch klipp und klar, die Menschen wollen nicht, aber sie passen sich eben an. Das war schon immer so. Warum sollte es jetzt anders sein? Er sagt dann ja frohe Weihnachten. Ja, danke schön für diese frohe Weihnachts- und Neujahresbotschaft, Herr Bill Gates. Wenn wir mal zusammenfassen, was wir denn hier eigentlich in seinen Werken haben, ja, in wenigen Sätzen. Also, die Covid-19-Pandemie Ende 2022 und soll die letzte Pandemie sein. Dazu wird er noch ein Buch schreiben, wie er das genau machen wird. So, und mit diesem Buch werden wir dann das erfahren und falls dann noch irgendwas kommt, ja, doch noch an Viren, dann werden die alle mit neuen mRNA-Impfstoffen bekämpft.
So, nun sage ich jetzt mal, hoppla, Viren gibt es, ich weiß nicht was, seit 2 Milliarden Jahren. Ja, ein Großteil unseres Körpers hat Virenbefall aller Arten. Und manche Genetiker meinen ja, dass die Viren überhaupt erst für die Entwicklung des Genoms oder wie es auch immer heißt, oder Bionoms im menschlichen Körper verantwortlich seien. So, und jetzt haben wir aber seit vielen Jahren ja einige Viren, die äußerst gefährlich und bedrohlich sind und die wir bekämpfen wollen oder müssen. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Viren als solche ausgerottet werden, ist ja statistisch null, ne? In den letzten paar Milliarden Jahre haben sie existiert und wurden nicht ausgerottet. Und die Frage ist, ob jetzt mRNA-Impfstoffe bei dieser Ausrottung behilflich sein können. Vermutlich nicht, ja? Aber wenn wir jetzt jedes Jahr zur Grippeimpfung gehen und dann zusätzlich noch unsere Anti-Pandemie-Vorschutzimpfung bekommen, dann ist ja alles im grünen Bereich. Das heißt, dafür haben wir dann die mRNA-Impfstoffe. Ja, dann ist wichtig der Kampf gegen die Desinformation, weil die Leute einfach keine Lust haben, sich impfen zu lassen. Nicht alle, aber einige Widerspenstige, ne? Und deswegen sollten also die Regierungen die sozialen Medien regulieren und es müssen die richtigen politischen Führungskräfte ausgewählt werden. Das heißt für mich, in 2020 werden wir sehen, wie international die politischen Führungskräfte wechseln werden, weil alle Länder auf denselben Gedanken kommen werden. Wir müssen doch unsere Führungskräfte auswechseln, damit die Desinformationskampagnen keine Macht mehr haben. Ja, das heißt also, entweder haben wir schon die richtigen Führer, dass sie dann ordentliche Zügel anziehen und den bösen Desinformanten ihre Hilfsmittel wegnehmen, oder aber, falls Führer ein bisschen zimperlich sind, dann werden die eben ausgetauscht, damit neue Führer kommen, die ja besser dazu geeignet sind, diese Zielvorstellung umzusetzen. Ja, Gott sei Dank haben wir das Thema Klimaschutz, Investitionen in saubere Technologien, weniger Methan, keine Entwaldung und die Hilfe bei den Landwirten, damit sie da auch freiwillig mitmachen. Freiwillig wird also wohl heißen, man wird Subventionen kriegen oder man wird Strafen kriegen, damit die Anpassung dann erfolgreich laufen wird. Die Digitalisierung, ja, Büroarbeit als Hybridversion, teils im Homeoffice, teils im Büro, ab 23, 24 auch dann zumindest in größeren Firmen Meetings mit 3D-Avataren. In der Schule Präsenzunterricht für alle wieder, Gott sei Dank für die Schüler, aber auch Fernunterricht für die Oberstufe und eben die Einführung von digitalen Lehrplänen, sprich mit der Freiheit der Lehrer ist es dann vorbei, sondern dann entscheidet die künstliche Intelligenz, was gelehrt werden soll. Die Telemedizin. Schön Blutdruck messen, das ist ja auch ganz praktisch. Aber eben auch meine persönlichen Gesundheitsdaten werden getrackt. Ich habe aber auch den praktischen Vorteil, dass ich nicht immer zum Arzt gehen muss, weil ich das ja alles digital machen kann. Neue Medikamente wird es geben für die HIV-Prävention und Bluttest für die Diagnostik von Alzheimer. Ja, die große Energiewende soll dann vorbereitet werden. Grüner Wasserstoff als zentraler Kraftstoff für die Schwerindustrie und eben Großfahrzeuge. Ja, und das alles wird sicherlich ohne weiteres gehen, weil die Menschen zwar große Umwälzungen nicht mögen, sich aber doch ohne weiteres da anpassen. Ja, so weit, so gut. Das heißt, wir werden mal schauen. Wir haben ja schon einen Monat rum, ne? Und vor ziemlich genau 2 Monaten, am 7.12., hat ja Bill Gates seine Prognose gemacht. Warten wir mal ab, was in diesem Jahr kommen wird. Positiv finde ich, dass Herr Bill Gates nichts von Stromausfall gesagt hat, vom Zusammenbruch des Stromnetzes oder vom Zusammenbruch des Internets. Er hat auch nichts gesagt von Unwetterkatastrophen und der Ähnlichem. Das heißt, nehmen wir mal an, dass er gut mit seiner Glaskugel ist. Dann sind wir doch in 2022 in diesen Themenbereichen sicher. Meinen Sie nicht? Falls Sie eine Meinung zu meinen Interpretationen von Bill Gates Jahresbrief haben, schreiben Sie die bitte unten in die Kommentare rein. Wollen wir mal gucken, wie Sie darüber denken. Vielen Dank und tschüss. Klar sehen, clever denken, frei handeln.